Ich habe gerade ein PvP-Set gespielt und vielleicht schneide ich das irgendwann mal zusammen, wo ich mir die Belohnungen abhole. Also ohne Video habe ich das gespielt, aber ich habe es sogar ohne Pass zur Pokémon-Belohnung geschafft. Da kann momentan, wo ich hier spreche, ein Kobalium drin sein. Und zwei Zornbonbons sind auch nett. Noch ein Metagross, okay. Ich dachte, das ist nur ein einziges Mal garantiert. Oh, sorry, meine Stimme. Ein einziges Mal garantiert und danach kann man es nicht mehr bekommen. Aber die haben das anscheinend noch drin gelassen. Okay, und das will nicht mal mit Hyperball und einer silbernen Sananabeere drin bleiben. Komm schon, Buddy, unterstütze mich. Leider nein. Okay, dann jetzt vielleicht nur gut getroffen. Nein, aber echt krass direkt so ein Metagross. Vor allem mit Sananabeere kostet dann auch viele Bälle, weil es häufig ausbricht. Aber das müssen jetzt 20 Bonbons sein. Das ist schon eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Yo, 500 Sterne Shop, 20 Bonbons. So ist es fein, so soll es sein. Metagross, Stahl, Psycho. Und was tut sich bei meinem Rang, wenn man viermal gewinnt? Ich schätze so 30, 35 Punkte nach oben. Oh, 30 Punkte in etwa. 29, glaube ich, dürften es gewesen sein. Und bisschen Sternenstaub. Okay, bis später. Taubsi. Und da bin ich wieder mit einer weiteren PvP-Belohnung. Richtig genial. Ich habe gerade, leider ohne Video, 5 Kämpfe von 5 gewonnen. Bin bei knapp 2300. Jetzt bin ich gespannt, auch wie viel ich dazu bekomme. Wer sich fragt, welches Team? Ich habe Krypto Gardevoir vorne. Irgendwie erwartet das niemand. Ich finde es so genial. Ist zwar nicht empfehlenswert, würde ich sagen. Also habe ich nur ein bisschen Glück momentan. 2 Sonderbonbons, auch immer ganz nett. Die bekommt man beim Premium. Track bei der Premium-Variante gerade gar nicht. Und welches Pokémon befindet sich hier dahinter? Kobalium, sehr schön. Eine 1699, davon habe ich schon ein 100er. Angeblich hat Niantic auch hier die Fangchance ein bisschen erhöht. Genau, oranger Kreis, sehr schön. Vielen Dank, Niantic, das ist wirklich wichtig, dass man hier nicht so viele Bälle ausgeben muss. Und ich warte, auch wenn ich viele Hyperbälle habe, die werde ich vermutlich dann alle mit Rauch in einem Event, wenn wieder eines ist, mit Doppelsternestaub und so, verbraten. Die sind schneller weg, als man meinen möchte. Okay, also Kobalium habe ich. Endlich die Attacke. Nein! Ah, das ist auch. Da hat man Darkrai, Voltolos, Giratina, die sind alle immer anders von der Entfernung her. Und einen Wurf versemmelt man immer. Also nicht man, sondern ich. Wow! Okay. Bleib bitte direkt drin. Das wäre wunderbar, auch für die Bonbons. Sehr schön. Ich glaube, ich werde all meine silbernen Sananabeeren für diese legendären Counter hier ausgeben, wenn die auch einfacher zu fangen sind. Genau, Kobalium mit der Ladeattacke vom Typ Kampf Sancto Klinge. Ist eine neue Attacke, die man jetzt nur aktuell erhalten kann. Da wartet ein Habitag. So, jetzt bin ich gespannt. Ich tippe, so in etwa 50 Punkte werde ich raufgehen. Und es sind, ja, Tatsache, 47. Sehr schön. Grob gesagt kann man so feststellen, jeder Sieg mehr als Niederlage gibt 10 extra in etwa. Würde ich 3 von 5 gewinnen, wäre das ein Sieg mehr, würde ich vermutlich 10 Punkte dazu bekommen. Hier noch ganz kurz. Mit diesem Team, nein, mit diesem Team habe ich es gemacht, mit dem untersten Gardevoir, Azumarill, Altaria. Bis später. Ist. Und da bin ich wieder erneut ohne Premium-Pass. Habe ich es bis zur Belohnung geschafft? Sehr schön. Bitte ein legendäres Shiny Kobalium. Das wäre sehr schön. Egal, schauen wir mal. Noch immer mit dem Gardevoir-Team. Ich nutze das so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Habe keine einzige Runde weniger als zweimal gewonnen. Nein, weniger als dreimal. Oh, das ist nicht wirklich legendär. Oh ja, okay. Immer kann es nicht klappen. Immer kann es nicht klappen. Aber momentan habe ich eher das Gefühl, dass mehr spannende als schlechte Pokémon hier rauskommen können. Wenn es kein legendäres ist, dann vielleicht ein Zurokex zum Beispiel. Ein Metagross hatten wir. All solche Pokémon. Da kann schon was Nettes dabei sein. Und immerhin haben die mindestens 10, 10, 10 IV. Also könnte da auch mal ein Gutes drin sein. Aber das Floink war eher so nur der Trostpreis. Allerdings sehen wir uns noch an, wie viele. Moment. Ich kenne die WP hier nicht. Oh. Wie viele Punkte ich dazu bekommen habe? Ich tippe auf 40 wieder mal. Na, und es sind. Ich weiß leider nicht, wie viele ich hatte. Aber ich bin auf jeden Fall bei 2375. Alles klar.
Und bis später. Einfach. Und da bin ich wieder mit 4 Siegen, also wieder die Pokémon-Belohnung. Leider habe ich auch einige 3er- und 2er-Sets gehabt jetzt im Vergleich zum vorherigen Mal. Aber hier wieder die Sonderbonbons. Was wird drin sein? Ein Geronimatz wäre natürlich richtig genial mit Live-Reaktion. Es ist ein... Oh, ein Shiny Cobalium! Moment mal. Na, alle bitte ruhig bleiben. Niemand rührt sich vom Fleck. 17, 11, irgendwas mit 17, 1 ist ein 100er. Ich meine, das kann sowieso nicht flüchten. Moment, ich will mal kurz nachsehen. Ah, 17, 27 ist ein 100er. Aber das ist definitiv gut und das leuchtet im Dunkeln. Jetzt muss man nur mit den Bällen aufpassen. Ich habe die Genesect Spezialforschung nun fertig gemacht. Und die Sache ist, bei diesen Shiny, die können auch nicht flüchten, aber die bleiben nicht beim ersten Ball drin. Denn legendäre Schillernde aus dem Raid, die bleiben immer beim ersten Ball drin, wenn man reintrifft. Und sollte das nicht so sein, dann ist das eigentlich ein Fehler. Aber aus dem Raid, die Schillernden, die Shiny können nicht flüchten. Ich wusste doch, dass es gut ist, wenn ich die alle live aufnehme, die Encounter, weil da momentan wirklich, wow, wirklich gute Pokémon drin sein können. Aber mit einem Shiny hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Jedoch irgendwann das Geronimatz, jawohl, da ist das Ding drin. Genial. Wirklich genial, ich freue mich extrem hier. So ein Shiny aus der Pokémon Go Kampfliga. Kann man mal machen. Jetzt bin ich auf die IV gespannt. Was hast du? 14, 14, 14, ein 93er. Aber immerhin. Gar nicht mal so verkehrt mit der Attacke. Sancto-Klinge hier. Ich habe ein Shiny Cobalium. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und jetzt wieder hoffentlich ein paar Pünktchen nach oben. Eine 2382, das geht in Ordnung. Für 4 Siege eine Niederlage. Okay, und mal schauen, was ich noch so rausziehen kann. Das war's natürlich noch nicht mit dem Video. Bis später. Das. 20 Kämpfe und einige Niederlagen später haben wir hier eine Pokémon-Belohnung. Bin ich wieder mit Premium Pass reingegangen. Jetzt habe ich echt schon genügend Sonderbonbons. 17,05, noch ein Cobalium. Also man merkt wirklich, die Rate an Cobalium, die ist schon enorm. Ich glaube, das nur während diesen Raid-Wochenende. Ey, der Kreis ist jetzt noch... Was? Der ist ja fast gelb, oder? Und das mit einer Sananabeere? Mit einer silbernen? Jawohl, perfekt, sehr schön. Also man merkt wirklich, zumindest bei Darkrai, Giratina, Cobalion, da ist die Rate an Legendären relativ hoch, also wirklich enorm. Hier in dem Video, keine Ahnung, wie viele Cobalion ich da schon erhalten habe. Belohnung abholen. Boah. Naja, doch, okay, ich habe nur einmal mehr gewonnen als verloren, aber recht wenig, ist echt schwierig hier aufzusteigen. Ich habe jetzt mein Team geändert, aber egal, danke mal fürs Zusehen. Mit. Und da bin ich wieder, noch immer in der Superliga, aber die ist bald zu Ende hier bei mir. Wir haben eine TM, nämlich eine Lade-TM, bisschen Sternenstaub und eine Pokémon-Belohnung. Mal wieder Cobalium. Unfassbar krass, wie häufig man die erhält. Okay, hier ist der Kreis rot. Dann ist er hier noch seltsam. Ich habe das Gefühl, manchmal... Der war doch vorhin viel gelber, oder? Wo ich... Ich weiß auch nicht. Das ist eher orange, würde ich sagen. Und ich habe auch schon ein Cobalium gefangen jetzt, wo der Kreis richtig gelb war. Auch mit silberner Sananabeere. Ja. Keine Ahnung, wovon das abhängt oder ob das nur Zufall oder ein Fehler oder Anzeigefehler ist. Kann auch sein, weil die Team Go Rocket Pokémon, die Krypto-Pokémon, die man da fängt, das muss man sich auch mal genauer ansehen. Da ist der Kreis so gut wie immer rot bei den meisten und die bleiben trotzdem oft beim ersten Ball drin. Also der stimmt teilweise nicht mit der Fangchance überein, habe ich so das Gefühl. Genau. Okay, noch ein Cobalium. Echt krass, da kann man, ohne zu raiden, die Legendären hier abfarmen. Abstand. Und da bin ich wieder mit einer weiteren Belohnung. 4 von 5 Kämpfen gewonnen. Und was wird sich dahinter befinden? 5 Lade-TMs nehme ich noch mit auf dem Weg. Und hier haben wir noch ein Cobalium. Nochmal in der, unter Anführungszeichen, falschen Farbe. Was sagt die Farbe des Kreises? Das ist mir echt ein Rätsel. Ich habe auch im Internet nicht wirklich was dazu herausgefunden. Eher auch so fragende Gesichter. Entweder bin ich schon komplett verrückt oder ich hatte da mal einen fast gelben Kreis in der Art. Ich weiß auch nicht, aber egal.
paar silberne kloppe ich da drauf, werde ich die endlich mal los, auch wenn ich die Kobalium-Bonbons... Naja, in Wahrheit will ich die doch haben, denn ich habe einen 100er. Und Sonderbonbons will ich da auf jeden Fall nicht reinstecken. Und jetzt, wo ich hier spreche, ist Kobalium nicht mehr allzu lange da. Ja, also das ein oder andere Sonderbonbon werde ich vielleicht ausgeben müssen, wenn ich es mal pushen möchte. Aber ist definitiv nicht so weit oben auf der Prioritätenliste. Na, immerhin relativ schnell drin geblieben. Ach so, drin geblieben. Ich habe 330 Bonbons jetzt schon. Na gut, wie häufig ich das jetzt gefangen habe, dann passt es. Ach so, und sorry, vergessen. Manche wollen das immer sehen hier. Und mich interessiert es natürlich auch. Ich bin auf 2374. Von 2330 oder so, da war ich in etwa. Hier, genau, ist noch immer die Superliga gerade bei mir. 40 Tage Season 1 noch. Tschüss. Beste. Und da bin ich wieder mit 3 Belohnungen. Was ist im Item drin? Das wissen wir nicht. Das versteckt sich noch, kommt bestimmt gleich. Und das Pokémon ist... noch ein Kobalium. Und das war eine Sofort-TM. Wieder ein... normales. Schade. Aber ich meine, mit einem Shiny kann ich, glaube ich, zufrieden sein. Machen wir mal ein bisschen schneller, wenn es schon wieder ein Kobalium ist. Ist aber die letzte Gelegenheit. Jetzt hier, Moment, wenn ich das richtig gerade auf dem Schirm habe, wo ich hier spreche. Die letzte Gelegenheit für Kobalium. Mal schauen. Und danach sollte ich wieder... Was ist gerade drin? Voltolos, glaube ich. Ich bin, was die Raid-Gegner bzw. Go-Kampfliga-Belohnungen. Erster Ball gleich direkt übrigens. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sehr schön. Bin ich gerade nicht so am Laufenden. Und ich hole mir hier die Belohnung ab, komme auf 2382. Okay, danke und beehren Sie uns bald wieder. Pokémon. Und da bin ich wieder mit einer weiteren PvP-Belohnung. 3 von 5 Siegen habe ich hier. Es kann noch immer Kobalium drin sein und wir bekommen ein Kobalium. 1723, wow. Das ist richtig hoch. Ist nicht 1727 oder so ein 100er? Das ist ja mal Leckerschmecker. Ich meine, Kobalium, da habe ich schon ein 100er. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ein weiteres 100er hätte mich ein bisschen geärgert, weil ich will mein Glück nicht bei den Pokémon verspielen, die ich schon habe. Aber das könnte gut und gerne ein 98er oder ein 96er sein. Werden wir gleich herausfinden. Kommt darauf an, welches Attribut 14 hat. Okay, sehr schön. Dann hätte ich ein Shiny und ein sehr gutes schon bekommen. Alles nur aufgrund der Kampfliga-Belohnung. Meine Silbernen werden wirklich immer weniger. 100 habe ich da locker schon in die Kampfliga reingesteckt. Aber ich finde, es lohnt sich im Vergleich zum Raid, weil hier benötigt man bei weitem nicht so viele Silberne Sananabären und kann man sich ein paar Bonbons ansammeln. Hier, was waren das? 3 oder 4, die ich da... investiert habe. Das geht definitiv in Ordnung. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Bogen eines Kundschafters. Was haben wir hier? Und zwar haben wir einen 98er. Ja, gut. Das bekommt definitiv mal einen Stern. Und jetzt schauen wir noch. Gehe ich rauf, gehe ich runter. In der Regel rauf. Aber ja, 2300 in der Superliga bin ich da immer so. Danke fürs Zusehen. 6000 Sternenstaub.